So, da wir ja irgendwie drauf waren, so ein bisschen was zu trinken, also Tamal haben wir schon. Schauen wir jetzt mal, wo die zweite Trinkstelle ist. Und wahrscheinlich dürfen wir dann ein zweites Mal in die Erinnerung eines Protagonisten eintauchen und die Geschichte aus seinen Augen wiedererleben. Vorher müssen wir den Winterkindern sagen, dass sie eigentlich ihre Karriere falsch gesetzt haben, denn sie hätten eigentlich nicht Winterkinder werden sollen, sondern irgendwie Sommereier. Boah, der tut den wiederbeleben. Ich glaube, ich muss spucken. Er hat den echt wiederbelebt. Ich hab's genau gesehen. Du? Weg, Beamer, du. Wo hast du dich denn hingebeamt? Da hast du dich hingebeamt. Der hat den einfach wiederbelebt. Geht's noch? Da ist wieder so ein Ding. Oder. Ja, irgendwie habe ich jetzt wieder irgendwie so eine Art. Ja. Egal, aber ich muss hier nach rechts. Dazu muss ich dich da schnell. Wobei, da komme ich gar nicht durch, oder? Komme ich da drüber? Nö. Da werde ich durch rundum laufen müssen. Mal schauen, ob die Bock haben, mir hinterher zu laufen. Aua. Leute, euch mache ich jetzt schnell platt hier, weil ihr habt seine Kiste stehen. Und wenn ich eins mag, wo ich richtig drauf stehe, also was ich wirklich liebe, ist, wenn da eine Kiste ist, und da sind die geilsten Sachen drin, nur vom Feinsten, und ich habe keinen Platz im Inventar. Ah, das ist. Da, das hat er schon wieder einen wiederbelebt. Da werd ich echt narrisch und du hör auch auf jetzt hier. Oh. Oh, 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 oh. Da haben die echt vorgehabt, mir jetzt hier richtig Ärger zu machen, oder was, die Johnnies? Ich hab doch keinen Platz im Inventar. Da könnt ihr mir nicht einfach ne. Oh. Jetzt bin ich enttäuscht. Eine fette Kiste. Und dann liegt da drin ein Dietrich. Sind die Relikte überhaupt hier? Ich weiß es nicht. Dieses Rachsüchte-Dings, das habe ich in der Tasche. Hat auch schon mir zu mir gesprochen hier, ja? Jetzt belebt die den schon wieder. Ist dir klar, dass du, wenn du den wiederbelebst, dass ich dann. Flachsscherpe bitte aus da. Dass ich den dann wieder töten muss. Also. Ja, da müssen wir lang. Nehme ich dich mit. Nehme ich dich mit. Und nehme ich dich mit. Und nehme ich dich mit. Dann stellen wir uns hier hin. Und tun so. Was macht ihr denn? Schnell mal heilen. Und dahan. So. Ja, jetzt ist es nämlich soweit. Jetzt geht nämlich nichts mehr. Das sind jetzt gleich drei Sachen, die einigermaßen interessant sind. Ach, Mädels. Betrübt mich. Diesen Halbleder-Riemen, den kann ich doch tatsächlich einfach jetzt hier vernichten, because null Wert und überhaupt. Und die dunkle Elfen, ach, das habe ich schon. Das kenne ich schon, das kann ich nicht benutzen. Ja, diese Lerndinger, die sollte ich halt mal lernen. Stahlpanzerhandschuhe. Ja, weg damit. Zerstören und die Stahlschulz auch, weil ist null und überhaupt. Und du auch null und überhaupt.
Ja, so, jetzt habe ich genug Platz für den Sums. Und nun gucken wir uns mal die Erinnerung an von... Herr, neben dem Brief des Königs möchte Fürst Tristan euch sein herzliches Beileid aussprechen. Herr, ich bin kein Ritter. Nennt mich Wilder. So wie er es hinter unseren Rücken tut. Das werde ich nicht, Herr. Behandelt jeden mit Ehre, bis er das Gegenteil beweist. So wie Fürst Tristan es mich lehrte. Glaubt euer Fürst Tristan, ich wäre zu fein, eine Botin zu töten? Besonders so eine Botin? Ich neige nicht zu Vermutungen, Herr. Ich überbringe nur diese Nachricht meines Fürsten und sein Beileid. Tja, dann neigt euch zu einer Schale Eintopf, ehe ihr zu eurem Fürsten zurücklauft. Ich verfüttere euch nicht an meinen Wurf. Zumindest nicht heute. Das ist sehr gut, Ballard. Ja, Arakaul, wir müssen reden. Du hast da einen Brief liegen. Ich habe Kunde erhalten, dass euer Bruder bei Orsin im Kampf gegen meine Truppen gefallen ist. Das Blau, und ihr müsst wissen, ob der Blau, ich möchte doch das Knie von einem würdigen. Das ist auch so, ich, dass die Schuld an seinem Tod, bla bla bla, gönn den Kolk haben. Ja. Söldner hat Macht, bla, und das ist, weiß ich, auf diese Meinung nach einen richtigen. Mein Angebot steht noch. Okay. Also. Sie, die Botin, schickt von dem Tristan, der keine Isolde hat, das an hier Balut Bluthauer, der irgendwie. Na ja gut. Der. Egal. So. Morgen marschieren die wilden Söhne los, um 10.000 Bretonen zu erschlagen. Mhm. Vor unserer Ankunft wird König Golkar noch eine Statue Malakats auskacken, damit sie Orsiniums Hallen schmückt. Was ist schon eine Belagerung ohne ausgelassene Feierlichkeiten? König ist nicht so dein Ding, hä? Der König erzählt viel von der Einheit der Orks. Doch was er meint ist Lehnstreue. Damit wir in einem Dolchkampf ausbluten, den er mit den Bretonen angefangen hat. Hm. Wir sollen in diese verlorene Schlacht ziehen? Nicht einmal dann, wenn er uns unser Gewicht in eileidischem Nasenpuder bezahlen würde. Das habe ich ihm auch gesagt. Also, eileidisches Nasenpuder? Habe ich noch nie was von gehört, aber dann hätten wir das ja geklärt. Zumindest bis vor wenigen Minuten. Ein anderer König, dieser Bretonenkönig Juile, hat mir gerade ein Schreiben geschickt. Er hat mir mitgeteilt, dass mein Narr von einem Bruder Rokauk in Orsinium von bretonischen Truppen getötet wurde. Doch dann unterbreitet er mir plötzlich ein Arbeitsangebot. Das kann ich euer Ernst sein. Kämpft an meiner Seite oder euch geht es genauso, bla bla bla. Ihr seid zu dumm, um eine unterschwellige Bedrohung zu erkennen und deshalb schleudere ich sie euch jetzt ins Gesicht. Und jetzt marschieren wir. König Joile möchte Blutvergießen spielen. Ich lege ihm einen Fluss von hier bis nach Dolchsturz an. Jawohl, Herr. Arakaul, ihr alter Ziegenstreichler, besorgt etwas zu essen. Na gut, also ich bin Arakaul und bin schon wieder fertig. Kommandantin, dich kenne ich doch von dem letzten Erinnerungsding, sie. Ich würde mich gerne bei eurem Herrn für den Eintopf bedanken. Er ist ziemlich lecker. Was ist eure Geschichte? Ich diene meinem Fürsten Tristan, so wie ihr Balut Bluthauer dient. Mhm. Aber ihr dient ihm nicht wirklich, oder? Arakaul, nicht wahr? So heiße ich ja. Das ist mir aufgefallen. Erst beleidigt ihr einander, dann lacht ihr darüber. Die wilden Söhne lassen sich von ihm führen. Geht es darum? Es handelt sich zwar nicht gerade um die Art von Ehre, wie ich sie kenne, aber ich kann verstehen, wie er sich euren Respekt verdient hat. Hat Tristan Balots Bruder getötet? Was? Nein! Mercedines Truppen hatten die Schuld daran. Ich kann nicht für Fürst Tristan oder meinen König sprechen. Doch was mich anbelangt, diese Belagerung hätte schon vor Jahren enden sollen. Sie macht niemandem mehr Freude, außer den Krähen. Warum geht er da nicht einfach? Weil ich einem Fürsten diene und seinen Befehlen gehorche. Weil mein Fürst einem König dient und dessen Befehlen gehorcht. So ist der Lauf der Dinge dort, wo ich herkomme. Ich habe schon zu viel gesagt. Vielen Dank für das Essen. Das war unerwartet freundlich. Na dann. Ich pack's dann auch mal. Ich gehe wieder zurück in meine, wie soll ich sagen, Zeitlinie. Verzeih, es war schön mit euch.
Ja, da bin ich. Und dann nehme ich jetzt hier Arakaul-Begräbnisurne. Also, das ist es. Oh ja. Das ist genau das, was ich brauche. Eine Vorlage von einem bretonischen Bett. Weil mit dem bretonischen Bett, dieser Vorlage für das bretonische Bett, das ich nicht hier finde, warum nicht? Das ist bei Verbrauchsgütern. Da kann ich dann, naja, vielleicht richte ich wirklich irgendwann mal mein Haus ein. Aber nun bringe ich jetzt die Begräbnisurne zu Sharia Real, Arala. Und hier, aber schnell hier einfach reinhauen. Und der schaut ja witzig aus. Da hat aber jemand viel Geld ausgegeben für ein kosmetisches Item. So. Dann sind wir nämlich wieder draußen. Nee, sind wir nicht. Schott. Schott eigentlich. Wo müssen wir hin? Keine Ahnung, wo wir hin müssen. Ich habe jetzt keinen Bock mehr. Ich lasse ich jetzt mal links liegen. Dann wirst du schon sehen, was du davon hast. Au. Und dann gehe ich da hin. Und dann gehe ich hier links rum. Und dann bin ich gleich wieder am Sarg. Und am Sarg? Ja, euch interessiert. Also ihr interessiert. Ihr interessiert es mich auch nicht. Und dann laufe ich da hoch. Und ich laufe, 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 ich laufe. Und dann bin ich schon da. Und dann gehe ich hier zu der gutsten. Die Frage ist, warum ich zu ihr gehe. Weil sie vernünftiger ist. Ich sagte, das ist das Grabmal von Gaiden Shinji. Ah. Lothut, was soll der Unsinn? Charela spricht für sich selbst. Das ist das Grabmal von Balot Bluthaar. Ja, ohne jeden Zweifel. Täuscht euch. Tja, ich hätte da eine Frage. Ist eure Partnerin verrückt geworden? Nichts hiervon zählt, sobald wir das Grabmal öffnen. Doch dann wird klar werden, dass Charela falsch lag. Dass ich darauf vertrauen kann, dass mein Partner meine Funde bestätigt? Ja, Losruth hat recht. Man hat mich nicht eines Familienstreits wegen geschickt. Findet heraus, wem das Grabmal gehört oder die Armee scheucht euch davon. Wer war denn Goruz nochmal? Also ja, ganz ehrlich, ich weiß mittlerweile, wem dieses Grabmal gehört. Nämlich zwei Leuten, die sich ganz gut verstanden haben. Charela. Charela. Recht. Natürlich. Ja, Losruth, das bin ich oft. An einem guten Tag vielleicht. Machen wir drinnen weiter. Dann machen wir doch mal drinnen weiter, bitte. Also im Prinzip schaut es hier genauso aus wie sonst auch überall. Bei Tuwakas Atem. Ja, sag ich doch. Seht ihr das? Ja, ich sehe das. Diese Monumente, Jahrtausende alt. Rotwardonische und orkische Steinarbeit, Seite an Seite. Ja. Nicht nur das. Der Orden von Diagnar und die wilden Söhne untereinander vermischt. Orkische Steinarbeit zeigt Feinde niemals ebenbürtig. So ein Gegenstand dürfte nicht existieren. Und dennoch sehen wir ihn vor uns. Es muss drinnen noch mehr Antworten geben. Ja. Das Feuer brennt hier seit... Egal. Ich glaube, ich nehme mal einen Fackelkäfer mit. Aber nur so, weil ich es kann. Also, Hauptgrabkammer. Das glaube ich nicht. Einer ist eindeutig Gaiden Shinji. Aber der andere... Balot Bluthauer. In Stein verewigt. Dies ist ihr Grabmal? Von beiden? Sie waren Todfeinde. Wie kann das sein? Umschauen, um herauszufinden, wie dies möglich war. Das ist nicht möglich. Also umschauen soll ich mich, oder was? Dazu muss ich erstmal diesen Fackelkäfer einfangen. Zusammen mit diesem Fackelkäfer. Ich hoffe, die Fackelkäfer gehen auch tatsächlich hier in das Handwerksbeutelchen. Geht die Fackelkäfer in den Handwerksbeutel? Nö, gell? Egal. Ja. Ich schaue mich um.
da ist Asche drin. Da, guckst du. Ach nee, nochmal Erinnerungen. Ah ja, dann. Let's go. Let's drink something. Das schaut schön aus hier. Wo bin ich? Ruckauck. Dann macht nur. Tötet mich. Wenigstens habe ich vor meinem Ende noch ein paar von euch verräterischen Bastarden mitgenommen. Also, ich bin ein Ritter, auch wenn ich so ausschaue, aber ich werde dich... Nee, mach's mal auf. Ich habe gesehen, wie sie Ritter des Drachen getötet haben. Dann wisst ihr es wirklich nicht. Wer seid ihr? Ich bin Reliana. Fürst Tristan? Der, der das Duell ersonnen hat? Das wird rein gar nichts bringen. Das Duell ist eine Falle, aber nicht wegen eures Fürsten. General Mercedena hat vor, die Orks zu verraten und auch die Rotwardonen, alle außer den Bretonen. Bitte wer? Wie gut kennt ihr euren eigenen König? Joile kämpft nicht für Frieden oder für sein Volk. Er ist hier, um zu erobern. Wenn Ausinium fällt, bleibt Hammerfall. Aber Gaiden Shinji würde die Verteidigung anführen. Also beseitigt man ihn am besten zuvor. Dann, wenn das wahr ist, müsste ich Fürst Tristan warnen. Findet sie. Warnt sie, wenn ihr könnt. Was General Mercedene getan hat, als ich hier Gefangener war, nennt mich einen Feigling. Aber ich kann nicht dorthin zurück. Wenn ihr Balot findet, dann sagt ihm, euer Bruder Rokauk sagt, ihr sollt Asche fressen. Er wird dann wissen, dass ich noch am Leben bin. Rokauk, ich dachte, du bist tot. Ich habe die Nachricht Balot selbst überbracht. Um Shinji hierher zu locken, brauchen Sie Balot. Mein Tod hat meinen Bruder angelockt. Mercedene ist gerissener, als sie wirkt. Also General Mercedene steckt hinter all dem? Sie ist das Werkzeug, mit dem unser König seinen Plan umsetzen will. Und daran hat sie einige Freude. Sie ist eine bösartige Frau, die sich an Blut und Tod ergötzt. Hm. Sagt, es geschehe in Malakats Namen. Ha! Hast du Beweise? König Joiles Mörder bringen wilde Söhne und Diagnana gleichermaßen um. Seht euch doch nur um. Die Beweise für den Verrat eures Königs liegen vor euch. Mercedene erhielt von irgendwem Befehle. Sie müssen von Joile gekommen sein. Findet die Befehle. Dann habt ihr euren Beweis. Aber warnt zuerst meinen Bruder. Wie konntet ihr entkommen? Ganz kurz vor dem Duell rief Mercedene nach ihren persönlichen Truppen, ihren Winterkindern. Sie brachen auf und ich floh. Vielleicht dachten sie, ich hätte nicht mehr die Kraft wegzulaufen. Oder es war ihnen egal. Okay. Das ist schon viel so, wie soll ich sagen. Da musst du schon irgendwie... Oh, was ist denn das jetzt? Ich kämpfe jetzt als Rokauk. Kämpfe ich jetzt hier... gegen Joeles Brandstifter. Und ich kann sogar 13 Gold looten. Da bin ich jetzt etwas überrascht. Weil in den letzten Erinnerungen konnte ich das ja alles nicht. Was für ein Narr hat das erzählt? Ich selbst? Wie lange haben wir gekämpft? 8 Minuten? Was sagt man dazu? Ich überdenke. Um es weitersagen zu können, müsst ihr mich besiegen. Wohl wahr. Wer überlebt, gibt die besten Techniken weiter. Das ist ein gutes Sprichwort. Warnt Tristan vor... Wie denn? Was? Ich soll da hinlaufen. Ach, Mädels. Bogenschützen, jetzt! Nein! General Mercedene, was habt ihr getan? Ein Duell um eine Stadt? Erbärmlich. König Joile wollte einen Sieg und heute hole ich ihn. Verflucht seid ihr, Mercedene. Ich verdamme euch in die Tiefen des Vergessens. Na, wenn ihr sie so sehr liebt, dann fallt und sterbt mit ihnen. Wer fällt? Wer stirbt? Wer ist Mercedene? Wer ist Joile? Fürst Tristan!
General Mercedene hat sie beide getötet. Mhm. Sie entehrte ihr Duell. Mhm. Entehrte den Waffenstillstand. Okay. Was soll ich tun, mein Fürst? Meine Wunden. So kann ich General Mercedene nicht entgegentreten. Ihr müsst euch ihr an meiner Stadt stellen. Mhm. Ich vertraue auf euer Können, Kommandant. Ja. Schnell! Sie darf nicht entkommen! Na dann los, also Vollgas. Aber vorher nehme ich noch hier mein Loot. Nein, ich nehme ihn nicht. Ich habe keinen Platz mehr im Inventar. Mercedene, ich komme! Ich hoffe, dass ihre Schwester BMW nicht mit dabei ist. Weil dann habe ich ein Problem. Stirb jetzt! Nein! Stirb jetzt, Kruzifix! Halblederriemen der Ausdauer. Den würde ich so gerne mitnehmen. Weißt du, das ist ein Halblederriemen der Ausdauer. Das ist ja fast sowas wie ein Halblederriemen. Riemen. Gerstennektar. Ah, ja. Gerstennektar. Den habe ich hier im Inventar. Dann trinke ich den jetzt. So, und dann kann ich auch den Halblederriemen mitnehmen. Also. Merci d'ine. Wohin? Erstattet Fürst Tristan Bericht. Ich habe doch gerade mit Fürst Tristan besprochen. Haltet ein, junger Ork. Heute wurde schon zu viel Blut vergossen. Zu viele Helden sind tot. Abgemacht. Das Duell. Habt ihr es gesehen? Gab's einen Sieger? Ich sah eine Weide und eine Grateiche im Wind tanzen. Ich hielt ihre Stile für grundverschieden, bis es mir einfiel. Haltet euch an den Stil, der euren Feind besiegt. Die Leute meinten oft, es wäre eins von Shinjis Sprichworten. Balot hat darüber immer gelacht. Ja. Habe ich jetzt gerade die Mercedene erledigt, oder was? Ist es vollbracht? Die Bestie aus dem Recht. Ach so. Ist sie tot? Da habe ich nie, gar nicht aufgepasst. Mann, bin ich schlecht. Da habe ich gedacht, das ist so ein Zwischengegner, Dixie. Gut. Dabei war es Mercedene. Die Ritter des Drachen werden sich nicht an König Jolis Verrat beteiligen. Kommt, wir müssen die Leichen einsammeln. Sie haben eine bessere Ruhestätte verdient als das hier. Na dann los. Es war ein Fehler, den Orden in König Jolis Torheit zu verwickeln. Hm. Dafür werde ich büßen. Als erstes werde ich Shinji die letzte Ehre erweisen und seinen Wünschen nachkommen. Was müssen wir... Ich werde ihn hier nicht für die Krähen zurücklassen. Was müssen wir tun? Gaiden Shinji wollte in dem Boden begraben werden, wo er fiel. Ganz gleich, wo es geschehen mochte. Passend. Denn es gab nie einen Ort, den er über längere Zeit als sein Zuhause erachtet hätte. Er wollte damit auch seinen letzten Gegner ehren, um wen es sich dabei auch handelte. Den Orks wird das nicht gefallen. Ihr werdet überrascht. Ihnen kann nicht entgangen sein, was Shinji und Balot hier versucht haben. Wenn sein Bruder nichts dagegen hat, dann werde ich sie Seite an Seite begraben lassen. Der heutige Tag wird als der Tag bekannt werden, an dem die Ehre selbst ihre letzte Ruhe fand. Mhm. Okay. Also ist es doch das Grab von den beiden. Na dann, gehe ich jetzt zurück. Oder Rokaok, möchtest du mir noch was erzählen? Sie nannten meinen Bruder den wilden Eber. Kein König hat ihn je gezähmt und er kämpfte für seine eigenen Ziele. Aber hier kämpfte er für mich, für ganz Orsinium. Sein Opfer sollte nicht vergessen werden. Hm. Dann und tschüss. Ja, Lord Ruth. Habt ihr... Was ist geschehen?
Ich dachte einen Augenblick, ich wäre woanders. Und ich war auch nicht ich, sondern ein bretonischer Ritter. Ja, ich habe es auch gesehen. Wer immer diesen Ort gebaut hat. Sie wollten, dass wir die Wahrheit erfahren. Mhm. Balot Bluthauer und Gaiden Shinji wollten die Belagerung beenden und einen Schlussstrich unter das Töten ziehen. Der einzige Verrat kam von König Yoile. Anscheinend hatten Sharela und ich beide recht. Mhm. Was habt ihr jetzt vor? Ich werde mich mit Sharela aussöhnen. Wir arbeiten schon seit Jahren zusammen. Ich lasse nicht zu, dass uns das auseinanderreißt. Hm. Aber bitte sagt ihr nichts davon. Das sollte wirklich besser von mir kommen. Was macht ihr mit dem Grabmal? Der König wird die Wahrheit erfahren. Das ist das Grabmal von Balot Bluthauer. Und jede Veränderung daran schändet seine Legende. Der König wird es nicht wagen, die Überreste von Gaiden Shinji zu berühren. Erst recht nicht, wenn ich die Neuigkeiten nach Schildwacht sende. Sollen die Könige untereinander streiten, wenn sie denn unbedingt müssen? Na dann, lebt wohl. Sharela? Dann wurden Gaiden Shinji und Balot Bluthauer also in einen Krieg gezogen, den keiner von beiden wollte. Mhm. Sie duellierten sich, um einer endlosen Belagerung ein Ende zu machen. Mhm. Und sie starben. Verraten durch die Intrigen eines bretonischen Königs? Das sind nicht die Legenden, die man mir als Kind erzählte. Ja, wir haben doch alles selber gesehen, oder? Könnten die Legenden falsch sein? In jeder Legende steckt ein Körnchen Wahrheit. Vielleicht hilft uns dieses Grabmal, das Körnchen Wahrheit in der Legende von Gaiden Shinji herauszufinden. Und auch in der von Balot Bluthauer. Es war anders, als ich es erwartet hatte. Doch ich nehme an, das tut nichts zur Sache. Ich würde so gerne diesen Quest abschließen, kann es aber nicht, weil ich nicht genug Platz im Inventar habe. Ich nehme jetzt ein Schlückchen des Lebens. Und jetzt geht's mir schon viel besser. Gut. Dann. Ich frage mich. Ja, über was? Nun, da wir Balot Bluthauer gefunden haben. Und Gaiden Shinji? Natürlich, natürlich. Die Erforschung eines solchen Funds würde Monate dauern. Es könnte Jahre dauern. Jahre, meint ihr? Ja, es könnte Jahre dauern. Was sagt ihr da, Lutzroth? Vielleicht, also nur, wenn ihr interessiert seid. Vielleicht könnten wir... Dieses Grabmal zusammen studieren? Ja, also nur, wenn ihr interessiert seid. Seid ihr interessiert? Ihr seid nicht interessiert. Unter einer Bedingung. Ja, nennt sie. Mein Name steht in allen Schriften ganz oben. Aber wir hatten uns doch auf eine alphabetische Reihenfolge geeinigt. Lutzroth, merkt ihr immer noch nicht, wenn ich euch auf den Hauer nehme? Oh, also machen wir weiter, wie bisher? Natürlich, so einfach werdet ihr mich nicht los. Gut, das ist... Gut. Ach, was für ein Happy End. Ach, ist es toll. Mensch, freue ich mich für euch. Ich werde jetzt mal nach draußen gehen. Ich brauche dringend frische Luft. Und dann, wenn ich draußen bin, dann werde ich mal einmal durchatmen. Und wenn ich durchgeatmet habe, dann werde ich mir tatsächlich mal wirklich und ganz fest überlegen, was ich denn als nächstes mache.